Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die EU-Kommission setzt sich für eine Wende in der europäischen Landwirtschaftspolitik ein. Sie stimmte heute in Brüssel den Plänen von Agrarkommissar Fischler zu, die auf ein Ende der bisherigen Massen- und Überproduktion zielen. Stattdessen sollen Qualitäts- und Umweltaspekte stärker in den Vordergrund rücken. Auch sollten sich Beihilfen für Bauern nicht mehr an der Produktion, sondern an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren, erläuterte Fischler. Allzu gründlich wird Europas Agrarpolitik nicht umgepflügt. Sie bleibt so teuer wie bisher. Was die Brüsseler Kommission vorschlägt, ist eine Umschichtung. Die Subventionen für die Landwirte sollen künftig nur noch aus Direktzahlungen bestehen, die völlig unabhängig von irgendwelchen Produktionsmengen gezahlt werden. Die Landwirte sollen wieder stärker Unternehmer werden. Das heißt, dass die Landwirte entscheiden, was sie anbauen, nicht nach Kriterien, wo sie wie viel Förderung bekommen, sondern nach dem Kriterium, was am besten am Markt verkaufbar ist. Die Direktzahlungen sollen allerdings jährlich um 3% gekürzt werden. Die frei werdenden Mittel sollen in die Entwicklung ländlicher Räume fließen. Schon vor ihrer heutigen Entscheidung war die Brüsseler Kommission heftiger Kritik ausgesetzt, unter anderem aus Ostdeutschland. Dass die Direktbeihilfen 300.000 Euro nicht übersteigen sollen, trifft vor allem die ostdeutschen Großbetriebe. Für die Kommission freilich ist dies geradezu eine soziale Frage. Wir können nicht Millionen von Euros auf einen einzelnen Betrieb geben. Hier im Ministerrat werden diese Vorschläge nun in die Mangel genommen werden. Fast alle Mitgliedstaaten haben etwas an ihnen auszusetzen, freilich jeder etwas anderes. Der aus deutscher Sicht größte Nachteil ist, dass die Agrarpolitik nicht billiger wird und dass die Reform nicht einmal Spielräume eröffnet, um die Osterweiterung der EU leichter zu verkraften. Freilich weist die Kommission nicht zu Unrecht darauf hin, dass das auch nicht ihr Auftrag war. Bei Bundesregierung und Opposition stießen die Brüsseler Vorschläge auf ein grundsätzlich positives Echo. Sie seien eine gute Grundlage für eine langfristige Agrarreform in Europa, hieß es. Parteiübergreifende Kritik entzündete sich aber an dem Plan, die Beihilfen für Großbetriebe zu begrenzen, weil Nachteile für Landwirte in den neuen Ländern befürchtet werden. Auch Verbraucherschutzministerin Künast betonte, das neue System dürfe nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen. Für Renate Künast ist das Glas der geplanten EU-Agrarreform sowohl halb voll als auch halb leer. Für sie positiv, dass es nun auch auf europäischer Ebene mehr um Qualität statt um Masse geht. Die Kriterien Arbeit, Umwelt, Qualität, Tierschutz und Verbraucherschutz finden damit jetzt wirklich Eingang in das europäische System. Widerspruch meldet Künast allerdings gegen die Förderobergrenze pro Betrieb von 300.000 Euro an. Das treffe vor allem die ostdeutsche Landwirtschaft. Wir wollen kein System, das dort zu Arbeitsplatzverlusten führt. Und auch wenn die dadurch eingesparten Gelder wieder im ländlichen Raum investiert werden sollen, ostdeutsche Politiker sehen vor allem durch die Förderobergrenze die Existenz der großen Genossenschaften bedroht. Sie werden wirtschaftliche Schwierigkeiten haben und der eine oder andere wird ausscheiden. Es handelt sich ja hier um Beträge, die aufsummiert für ganz Ostdeutschland irgendwo bei 250 Millionen Euro aufwärts liegen. Und das bedeutet einen Verlust von Arbeitsplätzen. Die deutschen Bauernverbände reagierten unterschiedlich auf die Vorschläge aus Brüssel. Für Bauernpräsident Sonnleitner ist die geplante Reform überflüssig. Die Agrargelder wurden nicht ausgeschöpft. Es wurden sehr viele Gelder zurückgegeben und die Märkte sind ausgeglichen. Also ist keine Reform aus der Sicht der Märkte und Finanzen notwendig. Dagegen können die Ökobauern mit dem angestrebten Systemwechsel durchaus leben. Es ist so, dass wir wegkommen müssen von einer Agrarpolitik, die rein auf Produktionssteigerung ausgelegt ist. Das sind die richtigen Schritte. Doch noch ist die Agrarreform Zukunftsmusik. Mindestens bis 2004 bleibt alles so, wie es ist. Der Skandal um hormonbelastete Getränkezusätze aus Belgien weitet sich aus. Der verunreinigte Sirup der Firma Bioland Liquid Sugars ist auch nach Deutschland geliefert worden. Betroffen könnten nach ersten Ermittlungen Betriebe in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sein. Der Skandal war heute auch Thema bei der EU in Brüssel. Sondersitzung des Lebensmittelausschusses in Brüssel. Einziges Thema, der Hormonskandal um die belgische Firma Bioland Liquid Sugars. Das Ergebnis heute ist ganz klar, dass alle Mitgliedstaaten ihr Möglichstes tun werden, um herauszufinden, ob irgendwelche Klienten in ihrem Nationalstaat Kunden von Bioland waren. Und dann ist natürlich klar, dass die Produkte getestet werden müssen und wenn belastet vom Markt genommen.
Klar ist nun, dass der belgischen Firma Bioland Liquid Sugars im Zeitraum August 2000 bis Juli 2002 rund 700 Tonnen mit hormonbelastetem Zuckerwasser aus Irland angeliefert worden sind. Darin nach Angaben der irischen Behörden etwa 2000 Kilogramm reines MPA und 5 Kilogramm krebserregendes Beta-Östradiol. Es handelte sich um Produktionsabfälle der US-Pharmafirma Wyeth mit Sitz in Irland. Sie stellt Antibabypillen und andere Hormonpräparate her. Der Sondermüll gelangte nach heutigen Erkenntnissen ohne das Wissen der Pharmafirma über einen Zwischenhändler falsch etikettiert nach Belgien. Die Experten sprechen nun von erheblichen, besorgniserregenden Mengen. 5 bis 10 Milligramm MPA pro Tag reichen aus, so die Forscher, um eine Frau unfruchtbar zu machen. Abnehmer der möglicherweise hormonbelasteten Ware in Brandenburg die Firma Urstromquelle. Sie bezog im Dezember 2004 Tankladungen von Bioland. Wie auch bei den anderen drei deutschen Bioland-Abnehmern ist die daraus hergestellte Ware längst konsumiert und aus den Regalen verschwunden. Das Porto für Briefe und Postkarten in Deutschland soll billiger werden. Die Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation hält eine Senkung von insgesamt 4,7% zum 1. Januar 2003 für notwendig. Die Deutsche Post kündigte an, Beschwerde einzulegen. Die Einnahmeverluste von 300 Millionen Euro könnten nur durch Filialschließungen und Entlassungen finanziert werden. Die Nachricht klingt zunächst sehr gut. Das Porto soll sinken, die Deutsche Post AG muss das Preisniveau im Monopolbriefbereich reduzieren. Das bedeutet für die Kunden, dass ein Brief ab Januar 2003 55 Cent kostet. Bei Postkarten sinkt das Porto womöglich um noch ein paar Cent mehr. Endgültig entschieden ist das aber noch nicht, denn die Post will die Entscheidung der Regulierungsbehörde nicht ohne weiteres akzeptieren. Selbstverständlich sind wir nicht glücklich mit dieser Entscheidung. Es bedeutet einen enormen Schaden für das Unternehmen und auch die Aktionäre. Das sind zum Beispiel auch 850.000 Kleinaktionäre bzw. Privataktionäre. Wir werden insgesamt einen Verlust haben jährlich von etwa 300 Millionen, also einen Einnahmeverlust, einen wahrscheinlichen, der sich summiert bis 2007 auf 1,5 Milliarden. Die Konsequenz, das Netz der Filialen soll weiter ausgedünnt werden, Briefkästen sollen abgehängt werden und rund 10.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Unverständnis für diese Maßnahmen erntete der Postvorstand beim Wirtschaftsminister. Die Regulierungsbehörde indes wies den Vorwurf zurück, die Portosenkung sei auf Druck der Bundesregierung hin verfügt worden. Diese Behörde ist unabhängig vom Gesetzgeber eingerichtet worden. Wir müssen vom Zeitplan her entscheiden. Das Unternehmen hat einen Anspruch auf Klarheit, auf Planungssicherheit, sich rechtzeitig darauf einzustellen, wie die Situation ab 1. Januar ist. Dieser Termin hängt in keinster Weise mit dem Wahltermin zusammen. Der große Verlierer der Porto-Senkungen war der Postaktionär. Der Kurs der Aktie gab im Tagesverlauf um über 8% nach. Telekom-Vorstandschef Sommer will offenbar nicht von seinem Amt zurücktreten. So jedenfalls hieß es heute aus Unternehmenskreisen. Mittlerweile wurde bekannt, dass es im Präsidium des Aufsichtsrats gestern erheblichen Streit um eine mögliche Ablösung Sommers gegeben hat. Am kommenden Dienstag will sich der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung mit dieser Frage befassen. SPD-Generalsekretär Müntefering sieht Handlungsbedarf. Er betonte aber, es gehe nicht um eine bestimmte Person, sondern um das Unternehmen insgesamt. Die neue Führung des angeschlagenen Babcock-Konzerns sieht Chancen für eine Sanierung wichtiger Unternehmensteile. Babcock stehe jetzt besser da als vor dem Insolvenzantrag vergangene Woche, sagte der neue Vorstandschef Piepenburg. Zuvor hatte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Clemens zuversichtlich gezeigt, dass eine Zerschlagung des Oberhausener Traditionsunternehmens noch abgewendet werden könne. Kurzes Durcheinander am Anfang, dann steht sie, die neue Führungsspitze von Babcock. Frisch ernannter Vorstandschef mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Firmenpleiten ist Horst Piepenburg. Helmut Schmitz, der Insolvenzverwalter, und der neue Finanzchef Balthasar. Gemeinsam demonstriert man Zuversicht. Wir sind stärker als unmittelbar vor dem Insolvenzantrag. Wir sind in keiner Weise erpressbar. Das Unternehmen liegt am Boden, aber unter dem Schutz kann niemand mehr zutreten und die Situation ausnutzen. Wir sind jetzt stärker sowohl gegenüber Gläubigern, aber auch gegenüber Auftraggebern oder Interessenten. Piepenburg kündigt Insolvenzanträge für mindestens 15 Tochterfirmen an. Welche weitergeführt, welche verkauft oder dicht gemacht werden, soll bis Ende August geklärt werden. Insolvenzverwalter Schmitz lässt zudem prüfen, ob der Verkauf von Babcock-Anteilen an der HDW-Werft rückgängig gemacht werden kann.
Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten geht es vor allem darum, eine Zerschlagung der Kernbereiche zu verhindern. Es muss zusammengehalten werden, was zusammengehört. Und es darf nicht, so wie die Unternehmensstruktur bisher ist, in Einzelteile auseinanderfliegen und auch nicht die Chance gegeben werden, sich einzeln herauszupflücken. Die Babcock-Mitarbeiter selbst erfahren auf einer Betriebsversammlung heute wenig Konkretes. Ungewissheit. Leute haben Fragen auf der Montage, läuft nichts, kommt keine Teile an. Die haben nur 10 Tage Teile da zum Arbeiten und nichts läuft mehr. Wir warten jetzt mittlerweile schon fast 2 Monate auf unser Geld. Und die Mieten und alles andere oder Hypotheken, die laufen alle weiter. Ab 20. Juli, so heißt es jetzt, sollen die ausstehenden Löhne gezahlt werden. Ein sogenanntes Korruptionsregister soll künftig sicherstellen, dass schwarze Schafe unter den Unternehmen keine öffentlichen Aufträge mehr erhalten. Eine entsprechende Rechtsverordnung hat das Bundeskabinett beschlossen. In dem Register sollen Firmen aufgelistet werden, denen schwere Verfehlungen wie Bestechung, Schwarzarbeit oder Preisabsprachen nachgewiesen wurden. Der Bundesrat berät am Freitag über das Vorhaben. Bayern will den Vermittlungsausschuss anrufen. Im Zuge des NPD-Verbotsverfahrens wollen die Länder keine weiteren V-Leute enttarnen. Eine solche Vereinbarung hat heute das bayerische Innenministerium bestätigt. So solle verhindert werden, dass auch die NPD von den Informanten des Verfassungsschutzes Kenntnis erhält. Das Bundesverfassungsgericht hatte gefordert, dass Bund und Länder bis Ende des Monats eine Stellungnahme zur V-Leute-Problematik abliefern. Die Richter hatten das Verfahren ausgesetzt, als bekannt wurde, dass ein V-Mann auf der Zeugenliste stand. Der bayerische Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Stoiber ist im Kreml zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen. Dabei standen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland im Vordergrund. Putin kündigte an, dass die russische Fluggesellschaft Aeroflot 18 Airbus-Passagiermaschinen vom Typ A300 kaufen wolle. Am Rande des Treffens dankte Putin den Bewohnern der Bodenseeregion für ihre Anteilnahme nach der Flugzeugkollision und würdigte das Engagement der deutschen Behörden. Inmitten des Skandals um frisierte Bilanzen großer US-Konzerne kommt jetzt möglicherweise auch Vizepräsident Cheney in Bedrängnis. Gegen ihn wurde in Dallas eine Klage eingereicht. Die Antikorruptionsinitiative Judicial Watch beschuldigt den texanischen Konzern Halliburton, dessen Chef Cheney bis zum Jahr 2000 war, der falschen Buchführung und Täuschung der Anleger. Halliburton ist ein Serviceunternehmen der Erdölindustrie. Eine Sprecherin Cheneys wies die Klage als unbegründet zurück. Wütende Proteste von Menschenrechtsgruppen im chilenischen Oberhaus, die Verlesung der Verzichtserklärung des ehemaligen Diktators Pinochet auf sein Senatorenamt musste mehrfach unterbrochen werden. Die Tumulte wurden von der Polizei unterbunden. In der Erklärung rechtfertigt Pinochet seinen Putsch von 1973 und erklärt, er habe ein reines Gewissen. Unter seiner Herrschaft wurden mehr als 3000 Menschen getötet oder sie verschwanden spurlos. Anfang Juli hatte der oberste Gerichtshof in Chile entschieden, dass Pinochet aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die Unregelmäßigkeiten bei den Kommunalwahlen in Dachau im März dieses Jahres werden ein juristisches Nachspiel haben. Gegen den ehemaligen CSU-Stadtrat Echtner ist nun beim Münchner Landgericht Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Wahlfälschung zugunsten der CSU in 161 Fällen und 19 Mal versuchte Wahlfälschung vor. Gegen 5 weitere Personen wird noch ermittelt. Trotz des Scheiterns des sogenannten Anti-Teuro-Gipfels hat Verbraucherschutzministerin Künast die Wirtschaft aufgefordert, sich an einem Internetforum zu möglichen Euro-Preissündern zu beteiligen. Auf die Internetseite www.preiswertforum.de, auf der sich Verbraucher über mutmaßliche Preissteigerungen beschweren können, wurden seit gestern bereits 160.000 Zugriffe verzeichnet. Die Seite wird vom Ministerium und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen geführt. Nach der spektakulären Rettung aus dem antarktischen Packeis sind am Morgen 89 Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder der Magdalena Oldendorf in Kapstadt eingetroffen. Sie wurden im Hafen von hunderten Schaulustigen und Angehörigen empfangen. Das südafrikanische Bergungsschiff Agalhas hatte die Besatzung mit Bordhubschraubern gerettet. 18 Menschen befinden sich noch auf dem von Eis eingeschlossenen deutschen Forschungsschiff. Sie hoffen am Freitag von einem argentinischen Eisbrecher freigeschleppt zu werden. Auf der 4. Etappe der Tour de France von Épernay nach Château-Thierry kam heute im Mannschaftszeitfahren das Onze-Team mit der schnellsten Zeit ins Ziel. Erik Zabel verlor das gelbe Trikot des Spitzenreiters an den Spanier Igor González de Galdiano.
Ein ungewöhnliches Tourbild. Erik Zabel unterwegs im gelben Trikot. Ganze 82 Minuten durfte Zabel die begehrteste Trophäe der Tour de France heute tragen. Dann hatte er sie wieder verloren. Am Ende blieb für Team Telekom Platz 12 im Kreis der 21 Mannschaften. Rückstand 2 Minuten 47 auf die Siegerformation. Und die hieß nicht US Postal. Das Team um den dreimaligen Toursieger Lance Armstrong präsentierte sich zwar eindrucksvoll, nach 67,5 Kilometern Tempojagd von Epernay nach Château-Thierry an der Marne triumphierte dann aber die spanische Onze-Mannschaft mit dem Ansbacher Jörg Jaksche. 16 Sekunden der Vorsprung auf US Postal. Lance Armstrong liegt nun in der Gesamtwertung auf Platz 3, 7 Sekunden hinter dem neuen Mann in Gelb, dem Spanier Igor González de Galdeano. Auf Platz 2 dessen Landsmann Beloki 4 Sekunden zurück. Erik Zabel konnte sein grünes Trikot behalten. Die Lottozahlen 4, 17, 25, 40, 47, 48, Zusatzzahl 8, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 4, 2, 1, 8, 7, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 7, 1, 4, 0, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. Juli. Noch immer haben sich die unterschiedlich warmen und kalten Luftmassen über Deutschland nicht vollkommen vermischt. Dort, wo die Luftmassen aufeinander prallen, ist die Lage weiter angespannt. Bis morgen früh 7 Uhr muss vor allem im gesamten Osten Deutschlands bis hinein nach Schleswig-Holstein und ins östliche Niedersachsen mit schweren Unwettern gerechnet werden. Mit Gewittern, Hagel, Platzregen und Sturmböen, wobei der Hauptschwerpunkt der Unwetter entlang der Elbe liegt, und zwar in einem Gebiet 50 Kilometer südlich und nördlich davon. Aktuell ist die Gewitterlinie an der Elbe angekommen, zieht von der Elbe weiter nach Nordosten und verliert auf diesem Weg nach Mitternacht allmählich an Kraft. Morgen entspannt sich die Wetterlage, Wolken, Sonne und einige Schauer wechseln sich ab. Stärkere Windböen gibt es nur im Norden und Nordwesten, ansonsten weder Wind schwach bis mäßig aus Südwest. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 18 Grad im Osten und 11 Grad im Westen. Morgen wird es zwischen 19 und 26 Grad. Am Freitag zunächst viel Sonne, im Laufe des Tages kommen im Süden Wolkenaufschauer, fallen nur unmittelbar an den Alpen. Am Samstag werden erst am Nachmittag die Wolken dichter, Schauer und Gewitter folgen. Auch der Sonntag startet trocken, endet im Süden und Südosten mit Schauern und Gewittern.